Und damit willkommen zurück zu White Day. Und zwar ist mir beim letzten Mal auch übrigens was eingefallen. Warte, ich wollte doch hier hin, ne? Genau, am Ende des Ganges, das letzte Zimmer. Mir ist noch was eingefallen, ne? Ich habe nochmal den Guide geöffnet. Weil ich den halt im Hintergrund aufmache. Und da ist mir aufgefallen, dass ich teilweise Sachen kreuz und quer mache. Das heißt, es könnte sein, dass wir hier. Oh, warte mal, hier ist ein Schlüssel. Ein Schloss. Aber ich glaube, warte mal, ich habe im Guide was gesehen. Das habe ich unbeabsichtigt gesehen, weil ich den Guide eigentlich geöffnet habe und gesucht habe, wo ich aufgehört habe. Da hier. 7582, vielleicht ist es das ja. Das habe ich zwar nicht gesehen, das meinte ich eigentlich gar nicht. Aber das war jetzt random. Hier bräuchte ich am besten einen Hocker oder sowas. Oder einen Besen. Oh, hier ist ein Bildschnipsel. Also die CD brauchen wir auf jeden Fall, aber da bräuchte ich eine Leiter oder sowas wahrscheinlich. Mann, das hasse ich. Ich hasse diesen blöden Hausmeister, wirklich. Der kommt viel zu oft. So oft, dass es schon wieder gar keinen Spaß macht. Guck mal, von diesen 20 Minuten, die wir hier zocken, ist er vielleicht doch 12 Minuten da. Kann der nicht sich in ein anderes Gebäudekomplex verziehen? Ich guck mal nebenbei einen Guide, bis der sich verzieht. Das dauert ja noch. Ah, okay, warte mal. Ich sehe nämlich gerade was. Warte mal. Ich sehe das nicht. Wir müssen ins Fundbüro. Das ist eine Etage über uns. Da steht da noch. Es gibt nämlich was, was ich schon wieder übersehen habe. Und ich sag dir, die Verstecke hier, die sind richtig mies. Manche Verstecke hier sind ziemlich mies und ich zeige euch gleich auch, was ich meine.
Was macht der schon wieder hier unten? Der kann mich doch unmöglich gehört haben. Ich darf jetzt nicht mal raus, sonst hätte ich gesagt, ich renne jetzt einfach hoch. Dann habe ich mir da schon mal zumindest Fortschritt gespart. Aber ich darf nicht raus. Und merkt ihr, was ich meine? Es ist lästig. Es ist wirklich extrem lästig, dieses Spiel zu spielen. Vom Grundgedanken her finde ich es richtig geil. Es macht auch theoretisch Spaß. Aber dieser Hausmeister, der gehört sowas von geupdatet, dass der einen hier nicht alle 2 Minuten auf den Sack geht. Wirklich. Jetzt muss ich auch wieder 10 Stunden warten, weil jetzt brauche ich gar nicht hochgehen. Der geht ja sowieso hoch, der Typ. Dann dieser Bug, dass man hier nicht durchkrauchen kann, sondern aufstehen muss wieder. Vielleicht geht er auch runter mit Glück, aber ich glaube es nicht. Oh, verpiss dich doch mal! Mein Gott, Alter, ist der lästig! Kann man den nicht irgendwie einen Topf auf den Kopf werfen, dass er bewusstlos ist bis zum nächsten Morgen? Vor allem, ich krauche die ganze Zeit und der kommt angerannt, als ob es was Selbstverständliches ist. Also die KI ist extrem überempfindlich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und es macht auch gar keinen Spaß. Ich kann doch hier nicht 10 Stunden auf dem Klo chillen. Was soll ich denn hier dann Spielfortschritt machen? Dann sind wir ja in 100 Parts noch nicht fertig. Nur weil dieses Game blöde Gegner hat. Kann man die nicht ausschalten, ganz einfach? Ich meine, jetzt haben wir die Gegner gesehen. Schön und gut. Aber jetzt bitte komplett ausschalten. Ich warte jetzt gezielt mit Absicht noch ein bisschen länger hier. Lass mich raten, der ist jetzt da drin, weil er in dem Fall ja nicht hochgehen wollte. Ja. Es ist ein Träumchen, wirklich. Es ist wirklich. Guck mal, wir haben jetzt schon 10 Minuten. Wir haben nichts geschafft, außer diesen blöden Dings. Also, ich glaube, ich werde meine Regel ändern. Ich werde nur noch mit Guide spielen, damit wir überhaupt Fortschritt machen. Sonst sind wir ja wegen dem Hausmeister morgen noch in 10 Jahren noch nicht hier fertig. Mein Gott, wirklich. Also, das ist wirklich. Es ist lästig. Es macht gar keinen Spaß. Weißt du, die ganze Zeit geht der Vogel hoch. Die ganze Zeit geht der Vogel die Treppen hoch in ein anderes Geschoss und lässt mich in Ruhe. Aber hier meint er jetzt wieder den Gang lang zu gehen, dass er mich ja abfacken kann. Bin froh, dass wir wenigstens die Anzeige haben, sonst würde ich mich noch mehr erschrecken hier. Wenn du dem wenigstens eine batschen könntest, dass der mal aufhört, dich zu jagen. So aus Notwehrmäßig, weißt du, weil der ja mit Baseballschläger hier durchläuft und die Leute verknüppelt. Aber nein,
Jetzt ist er hoch. Die Tür ist zu. Ich glaube, der hört mich eine Etage drüber, aber das ist mir scheißegal. Ach, hier ist ja zu. Nee, warte mal, bin ich blöd? Warte mal, ich bin irgendwie lost. Warte mal. Ich wollte doch ins Fundbüro. Ah, ich bin zwei Etagen zu hoch. Ich bin hochgegangen statt runter, glaube ich. Hier steht, interagieren Sie mit der Vase, um eine Fernbedienung zu finden. Oh, was habe ich denn schon wieder nicht übersehen? Das meine ich mit alles kreuz und quer hier. Der Guide ist nicht... Naja. So, warte, wo haben wir es? Wo stand das jetzt? Warte hier. Gehen Sie in den Flur hinunter zum Lost and Found Fundbüro. Sobald Sie drin sind, nehmen Sie die Vase und schauen Sie hinein, um eine Fernbedienung zu finden. Ich darf es leider nicht nehmen. Oh, was ist das für eine Scheiße hier? Wirklich, du hast die ganze Zeit diesen scheiß Hausmeister an der Backe. Alter, wirklich, es ist einfach nur zum Kotzen, wirklich. Den Wissenschaftsraum im dritten Stock. Haben wir das gekriegt im letzten Mal? Ich sag mal so, den letzten Schlüssel, den wir gekriegt haben, ist der Laborschlüssel. Wir haben keine Schlüssel mehr, wo wir irgendwo hätten hingehen können.
Die einzigen Schlüssel, die wir haben, ist vom Kunstraum. Ich suche jetzt mal einfach in dem Guide hier nach Kunst. Erinnern Sie sich an die Stereoanlage, Musikvorratsraum. Gehen Sie zurück und interagieren Sie mit ihm, um eine CD zu enthalten. Ja gut, habe ich ja vorhin versucht, aber ja, geht ja nicht. So, warte mal, dann gucke ich mal, was hier noch so ist. Dann suche ich mal nach Gemälde. Vielleicht finden. Da fehlt uns ja noch eins. Okay, wir gehen mal runter. Ich weiß nicht, ob die zwei Gemäldestücke reichen. Nee, weil wenn ich hier auf dem Dokument suche, gibt es nur zwei. Gehen Sie in den zweiten Stock und eine Totenbarriere entdecken. Sie sollten auch ein seltsames Gemälde zu Ihrer Rechten entdecken. Da waren wir ja schon. Da haben wir ja das Gemäldestück. Wenn ich dann nochmal nach Gemälde gucke, sobald Sie drin sind, schnappen Sie sich das letzte Gemäldestück. Denken Sie, dass die... Ja, das haben wir ja. Gehen Sie zum Ratsbüro im zweiten Stock und schließen Sie die Gemäldestücke an. Okay, Ratsbüro. Im zweiten Stock Ratsbüro. Was ist das Ratsbüro? Also es muss auf jeden Fall hier sein. Ah, hier ist schon wieder ein Schlossrätsel. Warte mal. Vielleicht sind die Gemäldestücke auch nicht zum Vervollständigen da, sondern für irgendwelche Rätsel. Ah, wir haben sogar drei Schnipsel, merke ich gerade. Nee, aber ich guck jetzt nach dem Code, ganz einfach. Wenn das Spiel meint, mich hier so hart ranzunehmen, dann Pech. Hier steht aber nichts. Okay, wir müssen erstmal das Gemälde hier beenden. So. Neues Fach fortgeschrittene Mathematik. Ich habe übrigens auch schon gelesen, dass uns tatsächlich bald ein Rätsel bevorsteht. Soll mir das was sagen? Kommt jetzt der Geist? Ich habe irgendwas flüstern gehört.
Ja. Okay, wenn das klingelt, kommt der Geist. Gut zu wissen. Also das Rätsels Lösung muss irgendwo auf dieser Etage sein. Bei uns geht ja so viel Zeit flöten wegen dem blöden Hausmeister. Kann der bitte gehen? Es ist wirklich so lästig, wirklich. Alter Falter. Geh doch einfach mal. Also wir haben drei Gemäldeteile. Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Habe ich gerade übrigens gesehen. Eins ist ja von dem Bild, eins von dem Klavier und eins in dem Raum heute. Der ist immer noch da. Der ist immer noch auf dieser Etage, der Sack. Hier ist das Gemälde. Na, wir müssen auf dieser Etage bleiben. Das Fundbüro ist ja hier. Okay, dann sehe ich jetzt schon kommen, was wir im nächsten Part machen. Da gibt es wieder so einen zeitlichen Bossfight. Also ich finde das völlig legitim, dass wir hier komplett mit Guide spielen jetzt inzwischen. Ich will ja eigentlich dieses Game so spielen, wie es gedacht ist, aber es lässt mich ja nicht. Man muss ja meinen, immer den Hausmeister zu spammen. Und damit wir halt einen guten Spielfluss haben, müssen wir es halt so machen. Wehe, der kommt jetzt hier random rein. So, wo war die Stereoanlage? Im Musikraum. Hier gibt es keinen Speicherpunkt.
laufe jetzt einfach hoch. Sonst bin ich morgen noch nicht hier oben. So, ich kann euch schon mal, ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich gehe jetzt gleich noch speichern. Im nächsten Part gucken wir uns dann an die Stereoanlage im Musikzimmer an und holen uns die CD. Aber bis ich speichern kann, dauert es hier bestimmt wieder noch 10 Jahre. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao.